So, hallo und herzlich willkommen heute. In diesem Türchen befindet sich Inside the Labs. Das heißt, wir werden jetzt gleich ein oder zwei verlassene Laboratorien besuchen. Und dort läuft noch eins der Experimente herum. Und wir müssen herausfinden, was für ein Experiment es ist vielleicht. Wir müssen ein paar Tasks erfüllen, Hinweise suchen. Und hoffentlich wieder lebendig rauskommen, weil dieses Experiment wird ziemlich wütend sein, wenn wir dort sind. Und ich würde sagen, mit diesen Worten fangen wir doch einfach mal an. Oh, kurze Ladehemmung. So, es gibt das Grove Laboratory, das Westwood, Old Town und Shadowbrooks. Ich würde sagen, wir nehmen einfach mal das Shadowbrooks und los geht's. Hoffentlich heute ohne Pleiten, Pech und Pannen. So, Mutation identifizieren, den Namen herausfinden, den Typ, das Jahr, Gasleitungen reparieren. Wir wollen ja nicht, dass wir in die Luft fliegen. Und die Labordaten hacken. So, wir brauchen einen Schlüssel. Taschenlampe ein. Oh, ein Energy Drink. So, dann schauen wir doch mal. Gleich ein Erste-Hilfe-Kit. Ein Erste-Hilfe-Kit. Oh. Uns ist zu Ohren gekommen, dass es Diskussionen über den Einsatz von Schimpansen für experimentelle Versuche gibt. Seien wir klar, unsere Ärzte sind Experten auf ihrem Gebiet und wir müssen nicht auf Tierversuche zurückgreifen. Vertrauen Sie auf die Kompetenz unseres medizinischen Teams. Menschliche Versuche bleiben unser Fokus, um genaue Ergebnisse und ethische Praktiken zu gewährleisten. Also ich muss sagen, ich finde Tierversuche auch absolut katastrophal. Nee, muss nicht sein. Absolut nicht. Aber ich weiß nicht, ob ich jetzt so ein Fan bin von Menschenexperimenten. Ich meine, gut, die können wenigstens ihren Unmut ordentlich verbalisieren, aber bin mir da nicht so sicher. Sicherung an. Gasleitung reparieren. Das heißt, wir brauchen definitiv aufgrund des Anschwemmens von Patienten und begrenzten Platz initiieren wir eine vorübergehende Verlegung von Betten. Betten werden in Fluren platziert, um die zunehmende Anzahl von Probanden bei Versuchen unterzubringen. Bitte stellen Sie klare Wege für das medizinische Personal und den Notzugang sicher. Ja, klar. Warum auch nicht? Wer möchte nicht schon immer in seinem Krankenbett auf einem Flur liegen? Eine mutierte Kakerlake. Dein Schlüssel? Das ist der Schlüssel? Beißen? Ist der vielleicht zufällig hier irgendwo? Ja. Restroom. Ja? Bitte. Jo. Guck, guck. Und dafür, dass man mir einen Schlüssel für gebraucht hat, ist das ziemlich meh, die Ausbeute. Jetzt haben wir noch. Energy Drink ist auch voll. Batterien sind voll. Oh, UV-Lampe. Das heißt, wir können gleich die Kakerlaken vertreiben.
Dame 3 war das. Okay. Okay. Alright, so I've ventured into the operating hall, and it's a sight to behold. But here's the deal. In the dark corners of the corridor, I found something straight out of a nightmare. Skeletons, man! Actual skeletons, just lying there. I've never seen anything like it. Okay. Das Baby läuft einfach weiter. Das, hat was? Wollte dir ein paar Zeilen nach der Operation schreiben. Dinge laufen nicht so reibungslos wie erhofft. Die Ärzte versprachen einen Durchbruch, aber es fühlt sich an, als ob meine Gesundheit einen Schritt zurückgeht. Die Schatten an diesem Ort sind schwer und ich kann das Gefühl nicht loswerden, dass etwas nicht stimmt. Die Operation sollte ein Wendepunkt sein, eine Chance auf Besserung. Stattdessen finde ich mich schwächer als zuvor. Wo kommt ihr denn alle her? Beide geplatzt? Ich glaube ja. Idiot, okay. Iu. Eine Kakerlake loswerden. Check. Schnell reparieren. Schrapp, 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 schrupp. Was lang gelaufen. Schnell hacken. 7C. EA. 40. Die 91. 91. EF. Wo ist die? Ach, wo ist denn die 84? 40, 84, 23. Da, wo ist sie? Schnell reparieren, bevor wieder um die Ecke kommt da hinten. Der Lärm des Hackens wird ihn bestimmt angezogen haben. Schöne Taschenlampe. Ach, Ziele. Auch den Typ und die Gasleitung und herausfinden, was es für eine Mutation ist. Die war, glaube ich, nicht besonders aggressiv. Was ist denn überhaupt?
Brian Parker. Okay. 1956. Gesehen. Haben wir doch wieder die leuchtenden Augen. Okay. Ich dachte gerade, da hätte was gelegen. HD mit einem E. Du Kakerlake, du zwickst mich nicht in die Wade. Das Baby wieder? Sogar ein Lätzchen. Wir haben die Patienten hier einfach zurückgelassen. Hier verhält man ihnen Stöhnen bevor er kommt. Aber Brian, ich dachte, wir sind Freunde. Au. Ist definitiv ungehalten, würde ich sagen. Schnell hierhin abhauen. Das ist so eklig. Mit schweren Herzen nehmen wir den ersten Todesfall während unserer Versuche zur Kenntnis. Um den Ruf von Nova Labs zu schützen, werden wir dieses Ereignis offiziell als fehlgeschlagenes Experiment dokumentieren. Die Details zu diesem Vorfall werden vertraulich behandelt und es wird erwartet, dass das Personal die Integrität des Labors wahrt, indem es sich außerhalb der offiziellen Kanäle nicht über diese Angelegenheit äußert. Ja, nett, da kommt jemand zu Tode und ihr verscharrt ihn einfach im Hinterhof? Was könnte das denn für eine Mutation sein?
Sprung eine Wandmarkierung, mäßige Geschwindigkeit. Fliegen habe ich jetzt keine gesehen. Die Augenfarbe. Jetzt nochmal. Warte mal. Wir fangen mal oben an. Bloodthirsty. Sehr schnell, schnelle Reaktion, geringer Schaden. Okay. Der reagiert nicht schnell. Walker, langsam und sehr schädlich. Vorsichtig würde ich sagen, ja. Stridens, laut, unbekannte Geschwindigkeit und Schadensrate. So laut finde ich den jetzt nicht. Mehr. Verbesserte Sicht verändert die Augenfarbe. Moderate Geschwindigkeit und Schadensrate. Gut, die Augenfarbe hatte sich jetzt nicht wirklich deutlich geändert. Grimfreak. Ekelhaft von Fliegen umgeben. Unbekannte Geschwindigkeit und Schadensrate. Fliegen habe ich jetzt auch keine gesehen. Und Shade. Versteckte Wandmarkierung. Mäßige Geschwindigkeit und Schadensrate. Shade oder Walker, würde ich sagen. Einfach eine kaputte Gasleitung. So. Hab ich nicht gesehen, wo er hingegangen ist. Eckstein, Eckstein. Soll doch schnell versteckt sein. Da war ich schon. So. Das ist kein Kochtopf. Auch wenn ich dachte, zuerst ist es ein Kochtopf ist. Experimentiertyp fehlt noch. Das irgendwo muss entweder noch so eine Akte am Boden sein. Oder auf dem Tisch natürlich. Oder eine Papiertüte. Der ist schon sehr laut, ne? Zumindest laut genug, dass man ihn erkennt, bevor er da ist. Jetzt verschwind. Ich höre dich immer noch. Ich glaube, er wollte mir jetzt gerade demonstrieren, dass er durchaus sehr laut ist. Experimentiertyp, Experimentiertyp. All right, so I've been. Jetzt echt in die Richtung? Ich höre ihn. So was? Bin sehr froh, dass die nicht nach draußen gehen wollen. Das Schöne ist, wenn der einen jagt, dann ist die Tür hier zu und abgeschlossen. Wie bei Phasmophobia, dann kommst du auch nicht raus. Ist noch was? Hello? This is... Well, I guess it doesn't matter who I am. They say it's for science, right?
I'm about to undergo these human trials at Shadowbrook's lab. I am scared. I ain't gonna lie. But they offered a good sum of money. So here I am. Ja, ja. Judas, für Geld machen viele Leute alles, oder? Immer noch das Ja, das Ja, das Ja. Auch eine Spinne. Hier war keine Gasleitung, oder? Alles ist dreckig und abgeranzt, aber Hauptsache die Vorhänge sind schön frisch. Prioritäten, sage ich euch, Prioritäten. Ha! Gefunden! Haben wir jetzt auch schon alle Leitungen? Eine fehlt. Ich muss jetzt echt noch eine Gasleitung finden, die ich nicht repariert habe. Schon. Schaffe ich, bevor er hier ist. Yes. Raus hier! We did it! Man hätte uns nur einmal gesehen. Also er war wirklich laut, ne? Also wir haben ihn ja schon wirklich gehört, schon von Weitem. So, jetzt gehe ich auf Strident. Und gleich ist es doch der Walker. Na dann, wir werden es erst sehen, wenn wir zu Hause sind. Der Shade? Wait, what? Wait, what? What? Da, da, da. Dann war es wohl der Shade. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Das Westwood und Old Town sind mir tatsächlich ein bisschen zu groß. Große Karten für mehr Spieler. Nehmen wir mal das Grove. Und dann schauen wir mal. Mutation identifizieren, Alter, Name, Typ, Gasleitung und 8 kriechende Kreaturen diesmal. Also die Insekten. So. Mindorki. Ein Energy Drink. Jetzt muss ich das nochmal nachlesen. Ein Shade? Mäßige Geschwindigkeit und Schadensrate, aber der war voll laut. Danke. Das nenne ich mal Kunst. Das möchte man natürlich immer als Wanddekoration haben, wenn man gerade an einem menschlichen Experiment teilnimmt. Das macht Mut. Reporter James speaking. This laboratory is a weird place in the woods, built in 99 by Nova Labs. No one gets why they built it here. Spooky stuff started happening just 4 months after they cut the ribbon. People say the first human experiment went down, and the whole place turned into a freak show. Okay.
Achtung an alle Mitarbeiter. Es laufen Diskussionen über die Einführung eines Entschädigungsprogramms für Patienten für experimentelle Studien. Bitte seien Sie dieser Angelegenheit diskret, bis eine offizielle Ankündigung erfolgt. Denken Sie daran, Vertraulichkeit ist entscheidend. Viele, viele bunte Smarties. Doktorum 1. Okay. Doktor, Doktor. Hey, erste Hilfe. Also diese creepigen Masken überall, ne? Im Jahr 1999 wagte sich Nova Labs ins Herz des Unbekannten. Das erste Experiment des Growth Lab markierte den Beginn unserer wissenschaftlichen Reise. Mit Ehrgeiz als unseren Leitfaden gingen wir voran, ohne uns den Schatten bewusst zu sein, die wir aufdecken würden. Ich weiß nicht, ob das so eine kluge Herangehensweise ist. Ich habe noch keine UV-Lampe, sonst wärst du jetzt gegrillt. Schon mal einen Schraubenschlüssel sofort finden. Fangen wir doch auch schon an zu reparieren. Klar! Wir hatten nicht immer ein rituelles Messer im Klo. Guck, guck! Also, los sind hier ein bisschen selten. Na, hast du auf uns gewartet, Moppy? Wenn Sie dies lesen, ist der dritte Stock im Lockdown. Die Patienten verhalten sich seltsam, seltsamer als üblich. Tragen Sie die Schlüsselkarte jederzeit bei sich, das ist keine Übung. Okay. Was für eine Schlüsselkarte? Hier sind alles mit normalen Schlüsseln. Gibt es nicht einmal irgendwelche Magnetdinger zum Durchziehen? Krabbel, Krabbel. Na toll. Gasleitung. Haus. Klingt, als wäre hinter der Tür auch irgendwo eins. Oder auch nicht, aber ein Kreuz und ganz schön gruselige. Alles in Spiegelschrift. Nützliches. Ach, dann ist es bestimmt oben drüber. Also die Physik ist auch toll von dem Mülleimer. Was war das? This is Dr. Amanda Smith, conducting experiment Gamma 12. Subject, a male, mid-30s, previously healthy. We're delving into uncharted territory here, pushing the boundaries of human potential. Initial injections seem stable, but the unknown is always a factor in our line of work. Was habt ihr den Leuten injiziert?
Angesichts des Erfolgs der Grove Laboratory laufen vorläufige Diskussionen über die Eröffnung zusätzlicher Labore, Erkundung strategischer Standorte und potenzieller Forschungsbereiche. Ein formaler Vorschlag wird auf der nächsten Vorstandssitzung vorgestellt. Lass mal lieber sein. Gruselig. Ach, guck mal, ein Hase. Ich fürchte, der ist nicht mehr ganz so flauschig. Okay, aber sonst sehe ich hier... Ach, Gottchen. Ansonsten sehe ich hier tatsächlich keine Hinweise. War noch eine Gasleitung. Ich glaube, die habe ich noch nicht repariert. Dann müssen wir wohl mal eine Etage weiter nach oben gehen. Ehrlich jetzt? Wie viel Pech kann man denn haben beim Reparieren von Gasleitungen? Okay, wir nehmen das als rhetorische Frage. Niemanden. Ein Baby. Ein charmantes Gemälde. Und ich mich jetzt verrissen. Nein. Ich dachte, du wärst schon... Au. Weg. Der ist aber verflucht schnell. Ich glaube, dass das ein Bloodthirsty ist. Der ist ziemlich schnell. Jetzt aber flott. Alter. Gut, da brauchen wir einen Schlüssel.
come on. Ich konnte nicht klicken. Noch keine UV-Lampe gefunden für die Kinder. Hast du mich jetzt gesehen? Ich glaube nicht, ne? Oh, shoot. Ist ja schon ein bisschen schäbig, ne? Da findet man Schlüssel. Findet man schon Schlüssel? Und dann ist da nichts Besonderes. Quatsch. Ich war gerade dabei, Kakerlaken zu grillen. Hast du mich jetzt echt gesehen? Himmel! Der ist ja immer noch hier. Uah, Baby, Kakerlake, aua, alles. Beweise. Typ und Name. So. Gegenmittel.
Gegenmittel, Gegenmittel, Gegenmittel. Antidote da. Ew. Mir fehlt doch immer noch der letzte Hinweis. Soll ich jetzt so aggressiv sein? Da hatte sich ganz kurz der Ton aufgehängt, warum auch immer. Tut mir wirklich sehr leid. Du doch nicht! Du musst nicht kuscheln kommen zum Trösten! Nein, wo mache ich denn jetzt runter? Ich muss doch nach oben. Dote, Antidote. Sogar noch eins. Und da stand noch eins. Das ist jetzt nicht dein fucking Ernst. Ich bin noch im Kreis gelaufen. Ich glaube, den überlebe ich nicht. Komm schon, bitte seh mich nicht. Bitte seh mich nicht. Yes. Schlüssel. Jetzt schon unterm Bett wieder Hinweis. Ist er weg? Nein, ist er nicht. War denn jetzt hier noch ein verschlossener Raum? Oder war der das und der hat ihn jetzt einfach gerade geöffnet? Hm. Ach, es fehlen nur noch die kriechenden Kreaturen und die Gasleitungen. Okay, mal schauen. Die Gasleitung ist repariert. Ja. Hier ist keine. Dann nur noch zwei Krabbler.
Gott, und ich habe kein Heilmittel mehr. Infiziert! Komm schon. Letzter Krabbler. Ein Krabbler und eine Gasleitung noch, oder? Eine Gasleitung, ein Krabbler. Oh. Der schon wieder. Komisch. Ach, vielleicht noch unten eine und ich habe es übersehen. Ist keine. Hier ist auch keine. Wäre schön, wenn hier ein Antidot rumliegen würde. Aber die Krabbler haben wir zumindest schon mal. Auch keine Gasleitung. Die ist repariert, die ist repariert. Verzupf dich! Hier ist auch keine Gasleitung. Das hatten wir ja schon. Das wollte ich, die Batterie. Auch keine Gasleitung. Vielleicht noch ein Medikit, dann kann ich das vielleicht noch ein bisschen auszögern. Auch repariert. Hier war keiner, ne? Okay, dann muss das ja eine Etage höher sein. Okay, repariert. Repariert. Das war nicht nett. Ich brauche mal mehr Medikits als sonst irgendwas. Ist repariert. Habe ich vielleicht schon alle repariert? Nein. Die ist repariert.
Auch. Noch eine sehe ich hier nicht. Gerade im Treppen raus, rauf und runter. Lass mich in Ruhe. Ich will doch nur eben dieses blöde Ding reparieren. Lass mich in Frieden. Fiesling! Oh Gott, ey, ich brauch nie die Kinder oder irgendwas. Nicht dein Ernst, du kommst jetzt nicht wieder hier hoch. Also wir machen nicht viel Schaden. Nicht viel Schaden, er macht nicht viel Schaden. Ja, schnell, bleib thirsty. Oh, das war sowas von knapp. But we did it! Yay! Oh, und damit wünsche ich euch einen fantastischen Tag.